Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Webcast zum Thema Sicherheit geht vor, ein Überblick zum Laserschutz. Ich freue mich, Sie ja alle begrüßen zu dürfen und hoffe, dass Sie am Ende unserer kleinen Veranstaltung ein bisschen Überblick kriegen konnten. Wie sieht es im Laserschutz aus? Was gibt es zu beachten? Welche Anforderungen gibt es und wie kann man den Schutz entsprechend umsetzen? Die Veranstaltung ist wie folgt aufgeteilt. Ich werde ganz kurz einen Überblick zu Laser 2000 geben, zu dem Unternehmen. Anschließend kommt der Hauptteil, eben der besagte Vortrag. Und zum Ende gibt es eine Fragesession. Das läuft so ab. Sie können während der Veranstaltung die Fragen bereits im Panel eingeben. Am Ende der Veranstaltung, nach dem Vortrag, werde ich dann versuchen, noch so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Das Ziel ist es halt, dass die gesamte Veranstaltung so roundabout nicht länger als eine Stunde gehen soll. Und falls es halt mehr Fragen gibt, muss ich die dann gegebenenfalls im Nachgang per E-Mail beantworten. Oder alternativ auch, ein Kollege von mir ist auch mit zugeschaltet. Und bei Fragen, die schnell zu beantworten sind, wird er Ihnen gegebenenfalls auch direkt gleich im Chat antworten. Gut. Dann jetzt zum Zum Unternehmen Laser 2000, wer sind wir? Gegründet wurde das Unternehmen 1986, Sitz in Wessling bei München, und zwar als Distributor für Laserprodukte, sprich als Partner für größtenteils ausländische Hersteller im Laserbereich, für die wir dann in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, den Vertrieb übernehmen. Mittlerweile hat sich unser Vertriebsgebiet etwas erweitert, auch durch eine Tochterfirma in Frankreich und Partner in Benelux und UK, sowie auch eine Vertretung in den nordischen Ländern. Und zusätzlich ist unser Produktgebiet nicht mehr nur rein Laserquellen, sondern letztendlich alles, was irgendwie mit Lasern zu tun hat, wo Laser zum Einsatz kommen. Also klar, natürlich immer noch extrem viel im Bereich Laserquellen selber, auch gerade in der Materialbearbeitung haben wir viel anzubieten, aber eben alles, was irgendwie auch dazugehört, für die Einrichtung eines Laserlabores, eines Laserraums. Letztendlich versuchen wir den Anspruch zu verfolgen, dass wir als Unternehmen Laser 2000 letztendlich Ihnen auch kundenspezifische Komplettpakete, Komplettlösungen anbieten können, damit wir eben von Anfang bis Ende alles einrichten können. Und der Produktbereich, für den ich zuständig bin, um den es halt in den Vortrag geht, ist da natürlich der Laserschutz. Und da will ich auch jetzt schon übergehen zu dem eigentlichen Vortrag. Er ist wie folgt gegliedert. Ich werde am Anfang etwas zu den Gefährdungspotenzialen der Laserstrahlung sagen, anschließend auf die rechtlichen Grundlagen eingehen, dann im nächsten Schritt erwähnen, welche welche technischen Schutzmaßnahmen umgesetzt werden können, um als letztes dann noch etwas zu Laserschutzbrillen als persönliche Schutzausrüstung zu erzählen. Ja, wie sieht das aus mit den Gefährdungspotenzialen? Es ist, wie gesagt, ein Übersichtsvortrag. Ich werde jetzt nicht darauf eingehen, wie ein Laser funktioniert. Ich gehe mal davon aus, dass Sie das alle größtenteils wissen. Ein paar Worte möchte ich aber verlieren, warum Laserstrahlung gefährlich ist. Generell zeichnet sich Laserstrahlung dadurch aus, dass sie einfarbig ist, dass die Strahlen, also die Wellenzüge, eine feste, räumlich und zeitlich feste Phasenbeziehung zueinander haben. Dadurch sind sie halt sehr gut interferenzfähig. Und diese Eigenschaften ergeben eine sehr gute Fokussierbarkeit. Und eine sehr gute Fokussierbarkeit heißt natürlich auch eine extrem hohe Energiedichte. In vielen Anwendungen ist ja genau das der Punkt, warum Laser sich mittlerweile so breitbandig durchgesetzt haben. Beim Auge allerdings oder auch bei Haut ist das eher ungünstig. Das können wir uns mal in dem Beispiel verdeutlichen. Wenn wir zum Beispiel so eine 100-Watt-Lampe haben, die in jede Raumrichtung ausstrahlt, dann trifft nur ein sehr kleiner Teil auf die Augenpupille und damit die Netzhaut. Und das, was an Leistung auftritt, sorgt vielleicht für eine kleine Blendung, ist ungefährlich. Wenn wir dieselbe Leistung fokussiert durch einen Laser aufs Auge richten, dann ist das natürlich deutlich mehr. Und wenn wir das mal ins Verhältnis setzen, ergibt sich halt, dass
ungefähr Faktor 2 Milliarden Mal mehr Leistung im Auge ankommt, wenn man die wirklich komplett richtet. Und da kann man sich schon ausmalen, dass das nicht besonders gesund ist. So, welche Schaden können im Auge generell auftreten? Hier sehen Sie mal eine kleine Übersicht, wellenlängenabhängig aufgeteilt. Im UV-Bereich ist generell so, die Leistung, also der Laser trifft auf die Hornhaut, führt dort eben zu Schäden, kann halt zum grauen Star, zu einer Hornhautentzündung führen. Im sichtbaren Bereich und im IAA-Bereich, da ist es so, dass die Laserstrahlung durch die Augenpupille fokussiert auf die Netzhaut geht. Und wenn es auf die Netzhaut geht, führt es halt da zu Verbrennungen. Und ja, was passiert bei einer Verbrennung letztendlich? Die Sehzellen da sind tot. Das heißt, man kriegt irgendwie einen blinden Fleck. Oder im Worst Case, wenn es blöd läuft, ist halt der Sehnerv getroffen und dann ist das Augenlicht komplett verloren. Also man sagt auch mal so schön lapidar, man sieht zweimal in seinem Leben in einem Laser. Einmal mit dem linken, einmal mit dem rechten Auge. Im langwelligeren IR-Bereich sieht das etwas harmloser wieder aus. Da geht die Laserstrahlung erstmal eben nur auf die Hornhaut und führt dann dort zu Verbrennung. Nichtsdestotrotz ist auch damit nicht zu spaßen. Hier mal hervorgehoben sind zwei gängige Wellenlängen in der Materialbearbeitung, wo eben auch so die stärksten Laser eingesetzt werden, eben Neodym-Yag bei 1064 und CO2-Laser bei 10600. Und generell, wenn man sich das mal anguckt, das größte Gefährdungspotenzial ist ganz klar im nahinfraroten Bereich, weil ich habe eben, dass die Strahlung direkt auf die Netzhaut geht und da die Netzhaut verbrennt. Aber gleichzeitig habe ich eben nicht wie im sichtbaren Bereich die Möglichkeit, dass ich die Blendung sehe und mich abwenden kann, dass der Lidschussreflex funktioniert, sondern ich kriege sozusagen die Verbrennung gar nicht mit und wahrscheinlich erst, wenn es zu spät ist. Der Lidschussreflex übrigens funktioniert auch nicht bei allen Leuten gleichermaßen. Nichtsdestotrotz ist es im sichtbaren Bereich ein gewisser natürlicher Schutzmechanismus. Die Haut kann natürlich genauso geschädigt werden, ist meistens nicht ganz so kritisch. Zum einen, weil die Haut die Strahlung ein bisschen reflektiert. Auf der Haut wird nicht durch eine Linse noch wie im Auge zusätzlich fokussiert. Und bei Haut ist es halt so, ja, wenn man eine Hautverbrennung irgendwo einen Lasertreffer kriegt, ist es sicherlich ärgerlich, ist es schmerzhaft, aber es ist halt nicht sofort, dass man blind ist. Bei der Haut ist es auch so, die Eindringtiefe ist stark abhängig von der Wellenlänge des Lasers. Im UV-Bereich ist es halt kritisch in Bezug auf Hautkrebsgefahr. Und im sichtbaren Bereich und im infraroten Bereich, da ist halt die Hauptgefahr wirklich die Verbrennung. Und während im IRA-Bereich beim Auge es ja besonders gefährlich war, habe ich da bei der Haut einen kleinen Vorteil, und zwar habe ich eben im IAA-Bereich ein Wärmeempfinden in der Haut. Das heißt, unter Umständen kann ich mich abwenden, wenn ich noch eine Erwärmung auf der Haut spüre und damit das Schlimmste verhindern. Das geht zum Beispiel im UV-Bereich nicht, wenn ich so einen Excimer-Laser mit 248 Nanometer betreibe. Der ist falsch eingerichtet, strahlt mir die ganze Zeit auf die Hand. Ich merke halt keine Erwärmung und irgendwann stelle ich fest, da stimmt was nicht. Ist auch nicht unkritisch. Jo, bei den Verbrennungen, das ist von Schadgrad sehr stark temperaturabhängig, also sprich Leistungsdichte. Bei bereits über 45 Grad ist die Erwärmung irreversibel, sprich nicht mehr rückgängig. Bei über 60 Grad tritt der Gewebetod ein. Bei 100 Grad kommt es zu einer Austrocknung. Bei 150 Grad verkohlt die Haut. Und bei 300 Grad macht und die Haut verdampft. Also da kriegt man dann ein schönes Loch. Und ja, damit ärgert man sich dann sein Leben lang rum. Sprich, auch die Haut sollte entsprechend sinnvoll geschützt werden. Neben diesen inhärenten Gefährdungspotenzialen, die eben aus der Laserstrahlung und ihren Eigenschaften entstehen, gibt es im Umgang mit Lasern immer noch sogenannte sekundäre Gefahrenpotenziale. Sekundär, weil sie nicht aus der Laserstrahlung selber herrühren, aber aus dem Umgang mit Lasern, aus der Technik, die im Laser verwendet wird. Da will ich auch ein paar mal kurz aufzählen. Je nachdem, mit welchen Stoffen man hantiert, kann es halt zu Explosionsgefahr kommen. Es können zum Beispiel in der Materialbearbeitung giftige Dämpfe oder Rauch entstehen. Mit Begleitstrahlung ist zum Beispiel gemeint, wenn ich als optisch aktives Medium eine UV-Lampe habe. Ist zwar nicht kohärent, aber wenn ich dem UV-Licht ausgesetzt bin, ist es auch nicht gesund für die Haut.
Und Sekundärstrahlung ist beispielsweise Röntgenstrahlung, die bei Ultrakurzpulslasern in der Materialbearbeitung entstehen kann. Und dass Röntgenstrahlung nicht gut ist, das kann man sich ja auch ausmalen. Bei vielen Lasern ist zudem das optisch aktiv eingesetzte Medium halt toxisch. Wenn irgendwelche Kühlmittel eingesetzt werden, kann man sich Verbrennung holen. Je nachdem, wenn ich irgendwelche Hochspannungsnetzteile habe, besteht da eine Gefahr. Oder beispielsweise auch wieder Materialbearbeitung. Ich habe irgendeine CNC-Stanzmaschine und die ist halt automatisch verfärbt und ich komme mit der Hand rein, ja, da kann ich mich ordentlich quetschen. Das sind alles Gefahren, die auftreten können. Nichtsdestotrotz sind sie eben nicht durch die Laserstrahlung bedingt. Deswegen möchte ich in diesem Vortrag nicht weiter darauf eingehen. Um jetzt die Laser ein bisschen besser nach Gefahrenstufen einzukategorisieren, gibt es sogenannte Laserklassen, die in der EN 60805 Teil 1 definiert werden. Ausschlaggebend für die Laserklassen sind sogenannte GZS-Werte, sprich Grenzwert für zulässige Strahlung, die auch sehr stark wellenlängenabhängig sind. Und hier sehen wir jetzt mal ein Beispiel am Faller eines grünen Lasers, CW und Punktquelle und den vorhandenen Laserklassen. Hier sehen wir immer ein GZS, wenn er halt eindeutig ermittelbar ist. Klasse 1 bedeutet wirklich, der Laser ist sicher. Das heißt, auch wenn er ins Auge geht, sollte nichts passieren dürfen. Nichtsdestotrotz rate ich immer davon ab, beim Klasse 1 Laser reinzugucken. Klasse 1M bedeutet unter Vorbehalt sicher. Vorbehalt, weil das M steht für Magnification, sprich Vergrößerung. Wenn ich also irgendwie Fernlaser oder andere vergrößernde Optiken einsetze, ist der Laser nicht mehr sicher. 1C ist ein Sonderfall. Das C steht für Contact. Und zwar sind das Hautkontaktlaser. Die Laserquelle selber ist in den meisten Fällen augenschädlich, aber der Laser ist so gebaut, dass er durch interne Sensorik über die Haut fährt und sobald er eben keinen Hautkontakt mehr hat, den Laser sofort deaktiviert, so dass es dem Auge, dass er dem Auge nicht ausgesetzt wird. Klasse 2 und 2M, das ist eine Klasse, die nur im optisch sichtbaren Bereich definiert ist. Und zwar ist sie so definiert, sie ist kurzzeitig sicher, für eine Viertelsekunde. Und zwar für den Fall, ich merke die Blendung, wende mich ab, habe den Lidschlussreflex und dadurch eben kann ich mich noch rechtzeitig schützen, bevor es zu einer irreversiblen Verbrennung auf der Netzhaut kommt. Auch hier ist das M wieder für vergrößernde Elemente wie Ferngläser gemacht. Und ja, eigentlich ab Laserklasse 3R, da wird es dann langsam ungemütlich. Da fängt es dann eben an, wo man dann Schutzbrillen und weitere Schutzausrüstung braucht. Und bei Klasse 4 sei zu bemerken, die Laserklasse ist nach oben hin offen. Das heißt, ab 500 Milliwatt, alles drüber ist Laserklasse 4. Das ist halt manchmal ein bisschen ungünstig, wenn zum Beispiel eine Anfrage kommt, ich brauche eine Laserschutzbrille für einen grünen Laser mit Klasse 4. Ja, dann ist halt die Frage, kann 1 Watt sein, kann 10 Kilowatt sein. Deswegen ist das immer nur eine grobe Gefahreneinteilung. Aber Klasse 4 heißt höchste Schutzmaßnahmen. Diese Klassifizierung mit diesen GZS-Werten geht bei einer Punktquelle immer relativ einfach. Da nehme ich einfach meinen Laser und in 100 mm Abstand platziere ich eine 7 mm Messblende, das entspricht halt der Augenpupille, und schaue mir dann an, was für eine Leistung am Ende durchkommt. Wenn ich jetzt keine Punktquelle habe, sondern eine ausgedehnte Quelle oder einen gepulsten Laser, da sieht die ganze Geschichte deutlich komplizierter aus. Da wird das halt schnell eine Wissenschaft für sich, da müssen Korrekturfaktoren berücksichtigt werden und so weiter. Da kann ich jetzt auch im Umfang dieses Vortrags nicht weiter drauf eingehen. Ich möchte nur verweisen, wir haben dazu ein separates Fachseminar über 2 Tage, wo es eigentlich nur darum geht, wie funktioniert die korrekte Klassifizierung von Lasern für solche komplexen Quellen. So viel also zu den Grundlagen der Gefährdung der Laserstrahlung. Jetzt möchte ich im nächsten Zug ein paar Worte zu den rechtlichen Grundlagen verlieren, also sprich, was muss gemacht werden, was gilt. Generell muss beim Umgang mit Lasern immer zwischen Hersteller und Betreiber unterschieden werden. Der Hersteller, das ist immer der Inverkehrbringer des Lasers. Er ist zuständig für die Geräte- und Produktsicherheit, für die CE-Kennzeichnung und auch für die Umsetzung der gültigen Normen und Richtlinien. Und darunter fällt eben zum Beispiel die Klassifizierung nach 60805 Teil 1 oder auch die Einhaltung der Maschinenrichtlinie. Die Maschinenrichtlinie sagt im Grunde, dass eine Maschine sicher sein muss und bei Laserbearbeitungsmaschinen ist klar, dass das erfüllt sein muss.
Der Betreiber der Laseranlage ist nun derjenige, der den Laser kauft und bei sich aufstellt und eben in Betrieb nimmt. Der Betreiber ist zuständig für die Arbeitssicherheit. Und unter die Arbeitssicherheit fällt natürlich die Gewährleistung des sicheren Laserbetriebs. Und was es jetzt damit auf sich hat, rechtlich, ja, will ich jetzt drauf eingehen. Grundlegende Rechtsvorschrift ist in dem Fall die OSTRV, die optische Strahlenschutzverordnung, die wiederum auf dem Arbeitsschutzgesetz basiert. Und für die OSTRV gibt es zwei Durchführungsanweisungen, die TROS, also technische Richtlinien optische Strahlung, einmal für inkohärente Strahlung und einmal für Laserstrahlung. Die inkohärente Strahlung interessiert uns hier jetzt natürlich nicht weiter, während die TROS-Laserstrahlung, wie Sie sehen, insgesamt auf vier Teile sich aufteilt. Und von den vier Teilen wiederum von Interesse der letzte Teil ist mit den Schutzmaßnahmen. Bei den Schutzmaßnahmen definiert die TROS eine Reihenfolge der Prioritäten der Schutzmaßnahmen. Die meisten von Ihnen kennen das vermutlich, das sogenannte Top- bzw. Stop-Prinzip, was im Grunde besagt, dass ich versuchen sollte, wenn möglich, ja, überhaupt gar nicht mit einem gefährlichen Laser zu arbeiten. In den meisten Fällen geht das natürlich nicht. Dann sollte ich zuerst versuchen, technisch den Bereich so weit abzusichern, dass es außen nicht gefährlich ist. Zudem eben den Umgang mit dem Laser organisatorisch soweit bestmöglich regeln und die Leute am Laser dann mit der entsprechenden Schutzausrüstung, sprich den passenden Brillen, ausstatten. Generell ist das Ziel von den Schutzmaßnahmen immer, dass außerhalb des Laserbereiches der Grenzwert der Laserklasse 1 nicht überschritten ist, sprich außerhalb des Laserbereiches muss es sicher sein. In den meisten Seminaren, Laserschutzseminaren, wird dann jetzt in der Regel das Top-Prinzip der Reihenfolge nach abgehandelt. Ich will das mal ein bisschen umstellen und zwar mich jetzt erstmal auf das Thema organisatorische Schutzmaßnahmen konzentrieren, weil ich da eine gewisse, sag ich mal, inhaltliche Überschneidung zu dem Thema rechtliche Grundlagen sehe. Was für Schutzmaßnahmen werden definiert? Da gibt es ein paar Beispiele in der TROS. Zum Beispiel, dass ich eben die Expositionszeit versuche zu minimieren. Dass ich halt irgendwie gucke, kann ich den Abstand vergrößern? Kann ich die Schichten entsprechend der Leute umschichten, also anders einteilen? Ich muss halt Zugangsregeln zum Laserbereich festlegen, die halt für alle Leute gelten. Und das ist halt der wichtige Punkt, die Beschäftigten am Laser müssen durch den Laserschutzbeauftragten unterwiesen werden. Diese Unterweisung muss jährlich stattfinden, zudem bei erstmaliger Benutzung am Laser und bei wesentlichen Änderungen am Lasersystem. Und ja, was es jetzt mit dem Laserschutzbeauftragten hat, will ich auch ein paar Worte zu verlieren. Der Laserschutzbeauftragte muss durch den Arbeitgeber schriftlich bestellt werden, sobald ein Laser der Klasse 3R oder höher eingesetzt wird. Es wird zumindest empfohlen, dass der Laserschutzbeauftragte eine entsprechende fachliche Ausbildung haben soll. Fachlich bedeutet irgendwas mit Naturwissenschaft, Technik, Medizin oder Kosmetik und eine Berufserfahrung ja von mindestens 2 Jahren. Das geht nicht in jedem Fall, aber zumindest ist das eine sehr starke Empfehlung. Bei großen Unternehmen, die mehrere Standorte haben, ist es auch wirklich wichtig, sich klarzumachen, ich brauche immer einen Laserschutzbeauftragten mindestens vor Ort. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Unternehmen hat die Zentrale in München, aber auch Standorte in Köln und Hamburg, da kann ich nicht sagen, ja, Hamburg braucht keinen Laserschutzbeauftragten, ich habe ja einen in München. Nein, da muss sozusagen an jedem Standort, wo ein Laser der Klasse 3R oder höher eingesetzt wird, auch ein Laserschutzbeauftragter bestellt werden. Das ist eine Mindestanforderung. Theoretisch könnten Sie auch 10 Laserschutzbeauftragte einsetzen. Da gibt es in dem Sinne keine Obergrenze. Damit die Bestellung überhaupt gültig ist, muss die Person einen entsprechenden Lehrgang besucht haben. Solche Schulungen bieten wir auch in regelmäßigen Abständen an. Das sind so 1,5-tägige Schulungen, wo auch in der TROS-Laserstrahlung fest vorgegebene Inhalte dann durchgenommen werden. Am Ende gibt es einen verpflichtenden Abschlusstest. Und wer den Abschlusstest bestanden hat, erhält ein Zertifikat. Und mit dem Zertifikat ist man dann berechtigt, sich zum Laserschutzbeauftragten bestellen zu lassen. Aber wirklich erst dann. Und zudem
ist es notwendig, dass ein Laserschutzbeauftragter alle 5 Jahre eine Fortbildung besucht. Fortbildung kann heißen ein weiteres Laserschutzseminar, kann auch irgendwelche eben Fortbildungsveranstaltungen haben, bieten wir in der Regel auch an mit Praxisorientierung, allerdings aufgrund der Praxisorientierung nur als Präsenzveranstaltung und das geht natürlich im Moment nicht. Es wäre auch möglich, irgendeine Fachveranstaltung, eine Fachtagung zu besuchen, die auch entsprechend anerkannt ist. Also da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, nur ist es wichtig, irgendwas muss gemacht werden. So, was zählt jetzt zu den Aufgaben eines Laserschutzbeauftragten? Im Grunde sind es 3 wesentliche Tätigkeiten. Er unterstützt den Arbeitgeber zum einen bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung, außerdem bei der Durchführung der Schutzmaßnahmen, also sprich Schutzmaßnahmen, Auswahl der Laserschutzbrillen, Beurteilung, ja, welche brauche ich, irgendwelche Abschirmungen, Sicherheitsschaltung und so weiter und so fort. Und bei der Überwachung des sicheren Laserbetriebs oder natürlich auch die Einweisung der Leute am Laser zugehört. Ganz wichtig allerdings zu betonen, der Laserschutzbeauftragte hat eine rein beratende Funktion. Er hat keine Weisungsbefugnis. Es gab mal einen früheren Entwurf der TROS, wo halt drin stand, dass der Laserschutzbeauftragte den sicheren Laserbetrieb gewährleisten muss. Aber das hat für ziemlich viel Diskussion gesorgt und wurde dann entsprechend überarbeitet, sodass es jetzt eine rein unterstützende Funktion ist. So viel also zu den rechtlichen Grundlagen. Jetzt möchte ich darauf eingehen, welche Schutzmaßnahmen gibt es denn, um einen Laserbereich möglichst sicher zu gestalten. Auch hier gibt die TROS Laserstrahlung einige Beispiele, die ich mal aufzählen möchte. Zum einen gehört dazu die Kennzeichnung und Abgrenzung des Laserbereiches, wobei ich fairerweise sagen muss, der Teil ist eigentlich aus 4.5, organisatorische Schutzmaßnahmen, nicht technische Schutzmaßnahmen. Ich habe ihn hier trotzdem reingetan, weil er mir vom Gesamtkontext besser reingepasst hat. Zudem bei Lasern der Klasse 4 muss ich draußen eine Warnleuchte anbringen. Ich kann meinen Bereich großflächig mit Laserschutzvorhängen oder Wänden schützen. Ich kann den Laser komplett einhausen und, beziehungsweise auch oder, ich kann eine Vorrichtung zur automatischen Abschaltung des Lasers mit installieren. So, ja, wie sieht das jetzt aus mit der Kennzeichnung eines Laserbereiches? Hier sehen wir mal ein Beispiel, wie das umgesetzt werden kann. Wichtig ist immer diese gelben Aufkleber, die kennen Sie wahrscheinlich auch ziemlich gut. Die sind in der 6085 Teil 1 definiert. Und zwar ist halt hier immer das Warndreieck, das ist immer verpflichtend, den Hinweis auf die Laserklasse und die Laserparameter selber, sprich welche Wellenlänge, welche Leistung, damit die Leute halt wissen, womit müssen sie da überhaupt rechnen. Zudem kann es nicht schaden, noch so einen extra Hinweis zu den Schutzbrillen anzubringen, einen Notfallplan und die Schutzbrillen immer vor dem Laserbereich lagern, weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich drin Klasse 4 Laser habe und ich gehe halt rein, der Laser ist in Betrieb und dann setze ich erst die Schutzbrille auf. Und hier sehen Sie auch auf dem Bild eine Laserwarnleuchte. Wie gesagt, eine Warnleuchte ist verpflichtend, allerdings macht die TROS keine Vorgaben, wie die Warnleuchte aussehen muss. Theoretisch könnten Sie eine einfarbige rote Lampe hinpacken. Der Laserschutzbeauftragte sagt, jo, das ist jetzt die Warnleuchte und alle wissen Bescheid. Generell, was wir halt auch versuchen anzubieten, das möglichst eindeutig zu machen. Hier sehen Sie mal 2 Beispiele, wie das umgesetzt werden kann. Das sind jetzt Warnleuchten, wo eben LED-Streifen eingesetzt werden und außen eine dann Glasplatte mit einer entsprechenden Textgravur drin, wo dann eben der Text, Laserwarntext, also Deutsch, Englisch wahlweise mit dem Warndreieck angezeigt wird. Das kann man auch, und das ist auch der Vorteil, in einen Entwarnungstext umschalten oder halt aus, also dass man wirklich entsprechend anzeigen kann, wie sieht es gerade aus am Laserbereich, ist es gerade gefährlich oder kann ich gefahrlos reingehen. Solche Warnleuchten kann man auch bei Bedarf in einen Außenbereich anbringen, sprich mit IP66 Schutzgrad, irgendwie zum Beispiel eine Werkhalle, wo ein Laserbetrieb ist, aber auch mal von außen Leute reingehen könnten und deswegen eine Anzeige angebracht wäre. Sehen Sie einfach nochmal 2 andere Beispiele, wie eben so eine Warnleuchte beschaffen sein kann. Bei dieser Ausführung, das ist so schön kastenförmig, da werden noch so alte Energiesparlampen eingesetzt. Da hat man aber den Vorteil, da kann man mehrere Texte auch übereinander anbringen.
Und hier ist jetzt mal ein Beispiel auch mit einer kundenspezifischen Anpassung. Und da kann man halt wirklich durchschalten zwischen Warnung, Einrichtbetrieb und Entwarnung. Also hat man eigentlich schon viele Möglichkeiten. So viel zum Thema Warnleuchten. Dann möchte ich jetzt ein bisschen was zum großflächigen Laserschutz erzählen, sprich der Abtrennung von Laserbereichen. Wenn Sie sich damit beschäftigen, finden Sie in der TROS Laser zwei Normen, die dafür aufgeführt sind, was die Produkte, finden Sie zwei Normen, die entsprechende Produkte zur Abtrennung halt erfüllen müssen. Das ist zum einen die 60825 Teil 4 und die EN 12254. Die Normen unterscheiden sich nicht nur ein bisschen, eigentlich ziemlich stark. Wichtig ist es halt, dass man sich über die Unterschiede klar macht, dass man sich wirklich bewusst ist, was verstehe ich jetzt unter dem angegebenen Schutzwert meiner Abtrennung, um es dann in der Gefährdungsbeurteilung richtig zu berücksichtigen. Bei der 60825 Teil 4 ist es halt immer so, bei der Prüfung einer Wand oder eines Vorhangs habe ich immer den dreifachen Fokusabstand zum Laser. Dadurch ist mein Strahldurchmesser extrem anwendungsabhängig, je nachdem, welcher Divergenzwinkel beim Laser vorliegt. Und ich habe halt drei verschiedene Standzeiten, die ich prüfen kann, je nachdem, ob es ein automatischer Betrieb ist, das wären dann 30.000 Sekunden, ein semi-beobachteter Betrieb für 100 Sekunden oder ein dauerhaft beobachteter Betrieb für 10 Sekunden. Am Ende meiner Prüfung bekomme ich dann eine Schutzgrenzbestrahlung, sprich eine Leistungs- oder Energiedichte für meine definierten Prüfbedingungen, sprich für die entsprechende Laserstrahlfläche, die sich aus dem Prüfabstand ergeben hat, und für die Wellenlängen, für die ich das getestet habe. Zudem ist es wichtig, immer noch einen Sicherheitsfaktor von 0,7 einzubeziehen. Und der bezieht sich sowohl auf die Standzeit als auch die Schutzgrenzbestrahlung. Soll heißen, wenn ich zum Beispiel eine Wand auf 100 Sekunden Prüfzeit teste, muss sie im Experiment mindestens 130 Sekunden standhalten, damit dieser Sicherheitsfaktor drin ist. Bei der 12254 ist es anders. Da habe ich einen fest definierten Strahldurchmesser von 1 mm. Dafür ist der Prüfabstand in dem Sinne egal. Ich prüfe immer auf 100 Sekunden. Ich habe zudem auch eine Begrenzung für maximal Laser mit 100 Watt. Und am Ende kriege ich eine Tabelle mit sogenannten AB-Schutzstufen. Die AB-Schutzstufen werden dann bestimmten Leistungs- und Energiedichten zugeordnet und unterteilen sich auch in drei Wellenlängenbereiche. Dafür habe ich dann keinen Sicherheitsfaktor drin. Und ja, wenn man die Norm mal vergleicht, beziehungsweise wirklich sich die Unterschiede klar macht, ich habe halt bei der Prüfung nach 60825 Teil 4 den Vorteil, ich habe in dem Sinne mehr Praxisnähe, weil in den meisten realen Fällen trifft der Laser nicht mit 1 mm Fokus auf den Vorhang, sondern aufgeweitet. Und ich habe halt zwei Sicherheitsfaktoren drin. Dafür habe ich bei der 12254 den Vorteil, ich kann wirklich zwei Produkte direkt vergleichen, weil es einheitliche Prüfbedingungen sind. Das geht bei der 60825 Teil 4 meistens nicht, weil jeder mit unterschiedlichen Prüfbedingungen testet. Hier ist mal ein Beispiel, wie so eine entsprechende dann Beschriftung bei so einem Laserschutzvorhang aussieht, der nach 60825 Teil 4 getestet wurde. Also hier einmal der Verweis auf die Norm. Die Herstellerangabe. Der gültige Wellenlängenbereich. Das ist jetzt zugegeben ein bisschen lapidar formuliert. Gemeint ist damit eigentlich 180 bis 10.600 Nanometer. Hier sieht man dann zwei Strahlflächen. Sprich Strahldurchmesser 2,25 und 50 mm. Und hier PEL, Permissible Exposure Limit, Englisch für Schutzgrenzbestrahlung, die jeweiligen Schutzgrenzbestrahlung für 10 Sekunden und 100 Sekunden. Gut, jetzt mal ein paar Beispiele. Wo setzt man zum Beispiel so einen Laserschutzvorhang ein? Zum einen bei Lasern 3B oder Klasse 4 in der Regel. Zum Beispiel, wie hier zu sehen, dann bei der Abtrennung von Räumen, wenn ich hinten einen Laser betreiben will, vorne aber andere Tätigkeiten ohne Schutzbrille gemacht werden sollen, dann bietet sich halt so ein Vorhang immer sehr gut an. Ich kann auch Fensterflächen damit abdichten, also entweder auch als Vorhang oder ich statte den Vorhang mit Klett aus und packe es direkt auf den Fensterrahmen und habe es damit wirklich abgedichtet. Zudem wird bei Laserlaboren sehr häufig hinter der Tür so ein Vorhang halbkreisförmig als Schleuse hingehängt. Da sind dann die Laserschutzbrillen aufbewahrt und eben der sichere Zutritt zum Laserbereich damit ja, abgesichert.
Die Fertigung bei den Vorhängen ist immer in flexiblen Größen oder die sind beliebig konfektionierbar. Bei Laserschutzrollos wird das gleiche Material oder das gleiche Gewebe verwendet. Die werden auch dann entsprechend für die gleichen Laser in der Regel genutzt. Wie man sehen kann, eigentlich größtenteils nur bei Fensterflächen oder auch mal bei Prüfständen. Und die gibt es in motorisierter Ausführung oder auch mit Handbetrieb. Und auch da sind die Größen flexibel zu fertigen. Mobile Laserschutzstellwände sind robust aus Metall gemacht. Die sind wirklich für deutlich stärkere Laser ausgelegt. Hohe Leistung heißt jetzt in dem Fall wirklich 100 Watt oder mehr, theoretisch auch Streustrahlung im Kilowattbereich. Und die werden dann auch eingesetzt in der Abtrennung bei Räumen oder, wie man hier eben sehen kann, Hallen mit hoher Decke. Selbst wenn ich in dem Szenario einen Laser einsetze, wo sogar ein Vorhang von der Schutzgrenzbestrahlung noch ausreicht, ist mal die Frage, wie kann ich bei so einer Decke vernünftigen Vorhang aufhängen? Geht oft nicht so gut und dann bietet sich eben auch eine Stellwand als praktischere Lösung an. Bei der Stellwand habe ich allerdings immer einen kleinen Nachteil, die Größen sind fest vorgegeben, da kann ich nichts modifizieren. Anders sieht es aus bei Laserschutzkabinen. Das ist letztendlich der sicherste Ansatz, um eine Laserumgebung wirklich komplett außen auf Laserklasse 1 abzusichern, damit nicht irgendwo noch ein Spalt ist, wie beim Vorhang an der Decke oder was weiß ich. Das heißt, ich baue einfach komplett was drumherum. Auch da ist der Anwendungsbereich meistens bei eher stärkeren Lasern anzusiedeln. Die können eben als begehbare Großkabine gefertigt werden oder auch für optische Tische so als lokale Einhausung einfach draufgesetzt werden. Und da ist es wirklich im Unterschied zu den Stellwänden so, die werden komplett kundenspezifisch angefertigt. Also da ist jede Kabine anders von den Abmessungen. Gut, so viel also zum Thema Abtrennung von Laserbereichen, großflächiger Laserschutz. Ein wichtiger Teil bei den Schutzmaßnahmen waren ja Vorrichtungen zur automatischen Abschaltung von Lasern, sprich funktionale Sicherheit. Und wenn Sie eben schon mal mit so Sicherheitsschaltungen zu tun hatten, dann ist Ihnen vielleicht auch schon mal der sogenannte Performance Level begegnet, der eben in der 13849 Teil 1 definiert ist. Bei dem Performance Level handelt es sich um eine Kenngröße zur Risikobeurteilung von sicherheitsrelevanten Bauteilen. Also de facto ist es eine Art Ausfallwahrscheinlichkeit innerhalb von einer Stunde. Es gibt 5 verschiedene Performance Level von A bis E. Wobei E eben die niedrigste Ausfallwahrscheinlichkeit hat, sprich der höchste Performance-Level ist. Anwendungsgebiet für diese Performance-Level-Bewertung sind Maschinen. Also wenn Sie ein Laserlabor betreiben, sind Sie nicht verpflichtet, Anforderungen an den Performance-Level zu erfüllen bei Ihrer Sicherheitsschaltung. Nichtsdestotrotz ist halt auch meine Erfahrung, dass das immer noch sehr gern als Sicherheitskriterium rangezogen wird, weil wenn ich als Laserschutzbeauftragter dann sage, so, ich überlege mir jetzt meine Sicherheitsabschaltung für einen Laser und ich weiß, die erfüllt Performance Level E, dann kann ich natürlich gut schlafen, weil ich sage, gut, da ist die Gefahr eines wirklich kritischen Ausfalls extrem niedrig und somit hat das Sicherheitskonzept Hand und Fuß. Deswegen findet es auch bei Endanwendungen im Labor und sowas gerne als Bewertungskriterium ja Eingang. Grundsätzlich ist es immer so, der Hersteller eines sicherheitsrelevanten Bauteils muss selber ein Performance Level festlegen, beziehungsweise eben angeben, welcher erreicht wird. Da gibt es mehrere Kenngrößen, die dafür bestimmt werden müssen. Diese Bestimmung der Kenngrößen ist auch ein sehr komplexes Thema. Also da kann ich jetzt auch im Detail nicht drauf eingehen. Hier will ich nur noch schon mal anmerken, wir sind im Moment dabei, mit einem neuen Partner ein eigenes Seminar zu planen zum Thema eben funktionale Sicherheit bei Laserbearbeitungsmaschinen, wo es eben auch darum geht, wie kann eine korrekte Performance-Level-Bestimmung durchgeführt werden. Also es ist auch ein Thema, was schnell zu einer Wissenschaft für sich wird. Ich will es eben nur hier kurz anschneiden. Wie gesagt, der Hersteller gibt einen erreichten Performance-Level an, der Anwender bzw. derjenige, der das in eine Maschine integriert, muss vorher für sich definieren, welchen Performance-Level brauche ich. Generell gilt der Performance Level für alle sicherheitsrelevanten Bauteile einer Sicherheitsschaltung. Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, meine Schaltung besteht aus 4 einzelnen Komponenten, 3 der Komponenten haben ein Performance Level E,
eine Komponente hat nur Performance Level C, dann ist die gesamte Sicherheitsschaltung nur Performance Level C, weil immer das schwächste Glied der Kette gilt. Gut, und ja, jetzt die Frage natürlich, wie bestimme ich meinen erforderlichen Performance Level, damit ich bei so einer Bewertung gucken kann, reicht mein Bauteil oder nicht? Da gibt es einen sogenannten Risikograph, der einen da ganz gut unterstützt. Und zwar haben Sie da im Prinzip drei Entscheidungspunkte, Kriterien, die geklärt werden müssen. Zum einen, wie schwer ist die Verletzung, die auftreten kann? Wie häufig kann das passieren? Und zuletzt auch, gibt es die Möglichkeit, das zu vermeiden? Und je nachdem, wie diese Kriterien ausfallen, landet man eben dann rechts bei einem Performance-Level von A bis E, wobei die Erfahrung gezeigt hat, dass bei den meisten Laseranwendungen ein Performance-Level von D oder E notwendig ist. Gut, so viel jetzt zum Thema Performance-Level, Grundlagen. Wie kann jetzt so eine automatische Abschaltung, also eine Vorrichtung zur automatischen Abschaltung realisiert werden? Da wird sehr häufig mit so einem Interlock-Kontrollsystem gemacht. Hier sieht man es auch mal an einem Beispiel von dem ICS6, wie wir das anbieten. Generell ist es ja so, die meisten Laser vertragen es nicht so gut, wenn man direkt den Netzstrom abschaltet. Zum Teil haben sie eine Restlaufzeit, das heißt, der Laser ist nicht sofort aus und auch einfach, ja, oft gehen sie dann auch mal bei kaputt. Dadurch gibt es bei vielen Lasern einen sogenannten Interlock-Kreis. Das ist ein zusätzlicher Sicherheitskreis, der einfach nur die Strahlquelle deaktiviert. Zum Beispiel, indem ich im Resonator einen internen Shutter verbaue, der dann den Resonationsvorgang unterbricht. Das heißt, der Laser wird weiter mit Strom versorgt, aber wenn der Interlock-Kreis offen ist, kann der Laser nicht in Betrieb genommen werden, er ist auf Standby. Und das kann man eben, diesen Interlock-Kreis kann man mit so einem System halt ansteuern. Das heißt, ich habe immer links, wie man hier in dem Beispiel sehen kann, ich habe meine Zugangstür, die wird von einem magnetischen Türschalter abgefragt. Das Interlock-System prüft dann immer die Abfrage des Türschalters und hat intern verbaut potenzialfreie Kontakte. Und so ein potenzialfreier Kontakt geht dann sehr häufig eben über so ein 24-Volt-Telefonkabel in die Wand. Und dann hier in dem Beispiel jetzt über so ein XLR-Kabel wird es dann rausgeführt. Und dieses offene Ende, diese beiden Anschlüsse gehen dann in den Interlock des Lasers. Also die meisten Laser haben dann irgendwo außen am Gehäuse so zwei Pins, wo drauf steht Interlock. Das können sie natürlich auch einfach direkt mit einer Kabelbrücke brücken. Dann geht ihr Laser immer, kann immer in Betrieb genommen werden. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Das heißt, wenn Sie den Interlock-Anschluss über so einen potenzialfreien Kontakt im Interlock-System durchschleifen, dann kann er eben darüber geschaltet werden. In der Praxis sieht es dann so aus, wenn ich meine Tür schließe, wird eben der Magnet entsprechend zum Schalter bewegt. Dadurch wird hier der Kontrollkreis geschlossen. Mein Interlock-System kriegt jetzt also die Meldung, okay, Türen sind zu, Raum ist sicher. Ich kann dann hier das Interlock-System einschalten. Und beim Einschalten habe ich eben im System Relais verbaut. Und die Relais schalten eben hier diesen Arbeitskontakt, diesen potenzialfreien Kontakt, der dann zum Laser geht. Das heißt, wenn ich einschalte, ist der Kontakt zum Interlock des Lasers geschlossen. Das heißt, der Laser kann dann in dem Fall sicher in Betrieb genommen werden. Generell bei so einem Interlock-System, zum Beispiel jetzt hier wie bei dem ICS6, gibt es dann immer verschiedene, ich sag mal, Modifikationen. Also ich kann zum Beispiel hier vier separate Eingänge abfragen. Also ich könnte vier einzelne Türen oder auch Vorhänge anschließen oder Rollos, die ich entweder separat abfrage oder auch mehrere in Reihe. Ich habe bis zu 9 Ausgänge, sprich 9 potenzialfreie Kontakte. Und ich kann letztendlich eben den Laser über so einen Interlock-Anschluss abschalten. Ich kann aber auch einen externen Shutter verwenden oder theoretisch immer noch einen Verbraucher mit 230 Volt Netzstrom abschalten. Das ist halt der Vorteil bei potenzialfreien Kontakten. Ich bin unabhängig davon, ja, was dann der Verbraucher für einen Stromkreis hat. So ein System erfüllt eben an sich Performance Level E. Wobei hier muss ich eine Anmerkung machen. Das ICS6 selber als sozusagen elektrischer Baukasten erfüllt das, aber in dem Beispiel, was Sie eben gesehen haben, ging so ein zweiadriges Kabel zum Laser. Zweiadrig heißt, es ist nicht zweikanalig, es ist wirklich nur einkanalig, es gibt keine Rückmeldung. Das bedeutet, durch diesen
kleinen zweiadrigen Anschluss wird mein Performance der WE zerstört und ich kriege maximal C. Liegt allerdings daran, dass die meisten Laser eben nur so einen zweipinnigen Interlock-Anschluss haben. Es gibt auch Varianten, wo es achtpinnig ist, dass es Performance der WE tauglich ist, aber solche Laser sind deutlich seltener. Und das hat halt so ein System, hat halt einen MTTFD-Wert, Mean Time to Dangerous Failure, von 100 Jahren. Das heißt, es hat eine sehr gute Ausfallsicherheit eben in Bezug auf funktionaler Sicherheit. Und das Schöne ist, ich habe halt wirklich einen modularen Aufbau. Ich schließe halt entsprechend einzelne Komponenten, Warnleuchten, Türschalter, Überbrückungsschaltungen, Magnetschlösser und so weiter an. Ich kann da je nachdem, welche Anforderungen ich zur Absicherung meines Laserbereiches habe, durch die Komponenten dann meine Sicherheitsschaltung anpassen. Gut, ich hatte eben ja noch erwähnt, ein Laser kann auch über einen externen Shutter geschaltet werden. Hier nur kurz Überblick, ja, wie ist so ein Shutter aufgebaut? Eigentlich relativ simpel, ich habe einen Kasten, der wird elektrisch angesteuert und wenn ich aktiviere, wird halt ein Blech so bewegt, dass es den Laserstrahl blockt, sprich, es auf der anderen Seite sicher ist. Das passiert letztendlich auch, wenn ich einen Shutter über ein Interlock-System schalte. Das Blech fällt einfach runter und der Laser ist blockiert und damit ist auf der rechten Seite soweit alles sicher. Hier mal nur ein paar Beispiele für so Laser-Shutter, wie die aussehen. Das hier ist jetzt eine Variante mit Performance Level C und die mit Performance Level E. Der Unterschied ist halt, ich habe hier mein Shutterblech drin verbaut. Hier habe ich aber einen Doppelshutter. Heißt, wenn das erste Shutterblech klemmen sollte, kann immer noch das zweite Shutterblech den Laserstrahl blocken und ich habe dadurch Redundanz. Ausgelegt sind solche Shutter meist für so 20 Watt Laserleistung, so bei 2 mm Strahldurchmesser. Bei höheren Leistungen kann ich auch noch einen Spiegel in den Shutter einsetzen, dann hier an der Seite, sieht man hier, ist so weit reingeschraubt, eine interne Strahlfalle, kann ich dann eine externe Strahlfalle ransetzen. Ja, hier sieht man nochmal ein Beispiel von so einem Shutter bei größerem Strahldurchmesser bis 50 mm. Auch hier sieht man ganz klar die beiden Strahlfallen. Das heißt, auch hier habe ich zwei Shutterbleche. Das heißt, ich habe eine Redundanz, ich habe einen Abfragekreis, sprich auch hier kriege ich Performance Level C erreicht. Gut, so viel jetzt zu den technischen Schutzmaßnahmen. Jetzt möchte ich eben im letzten Teil des Vortrags noch etwas zu Laserschutzbrillen sagen. Welche Anforderungen gibt es an Laserschutzbrillen, damit so eine Brille als Laserschutzbrille gilt? Eine wichtige Anforderung oder Charakterisierung ist immer die optische Dichte. Bei der optischen Dichte handelt es sich um ein Maß für die Abschwächung der Intensität. Und die ist eben per Definition logarithmisch definiert, das heißt, geht in Zehnerpotenzen. Wenn ich jetzt also hier meinen Filter habe und ich habe zum Beispiel einen Laser mit 10 Watt und auf der anderen Seite schwächt der Filter den Laser auf 0,1 Milliwatt ab, das heißt, auf der rechten Seite wird der Grenzwert der Laserklasse 1 unterschritten, somit ist es sicher, ich könnte das als Laserschutzbrille verwenden, dann hätte ich in dem Fall eine optische Dichte von 6, weil die Reduktion eben um den Faktor 1 Million, sprich 10 hoch 6 erfolgt. Allerdings ist die optische Dichte als alleiniges Kriterium für eine Laserschutzbrille nicht ausreichend. Und zwar weiß ich aus der Intensitätsabschwächung nicht automatisch, ob der Filter wirklich bei einem Direktbeschuss im fokussierten Laser auch noch Bestand hält oder ob der vielleicht durchbrennt. Deswegen wird in der EN 207 definiert als Prüfanforderung für jede Laserschutzbrille, dass der Filter einem direkten Lasertreffer mit 1 mm Strahldurchmesser für mindestens 5 Sekunden bzw. 50 Pulse standhalten muss. In der Zeit kann der Filter gerne anfangen, wie hier auch zu sehen, zu brennen, zu qualmen, zu schmelzen, was weiß ich. Wichtig ist allerdings, nach 5 Sekunden muss der Filter auf der Rückseite intakt sein, sprich, ich darf keinen Durchbrand bekommen. Wenn das erfüllt ist, dann hat der Filter, sprich die Laserschutzbrille, die Prüfbedingungen bestanden und gilt als sicher. Zudem sind bei den Brillen, also bei den Prüfungen in EN 207 auch immer mit dabei eine Prüfung für einen seitlichen Lasertreffer.
Das möchte ich deswegen erwähnen, weil ich häufig auch mal die Rückmeldung bekomme, dass es halt heißt, ja, bei meiner Laserschutzbrille, da habe ich seitlich so ein bisschen Spalt, ist das nicht gefährlich? Zum einen ist es natürlich eh klar, jede Kopfform ist unterschiedlich und deswegen passt die Brille anders. Zum anderen ist es auch ganz gut, dass ein bisschen Belüftung da ist, damit die Brille nicht beschlägt. Aber es ist wirklich, es ist geprüft, auch von der Seite darf bei einer zertifizierten Laserschutzbrille kein Treffer ins Auge gelangen. Das heißt, wenn es einen Spalt gibt, kann es zwar manchmal zu Irritationen führen, aber die Gefahr eines direkten Lasertreffers von der Seite darf nicht auftreten. Zudem wird bei einer Prüfung nach IN 207 immer sowohl der Filter als auch der Tragkörper, sprich das Gestell, geprüft. Ich kann zum Beispiel einen extrem starken Glasfilter einsetzen, der sehr widerstandsfähig ist. Wenn ich den aber nur in ein, ich sag mal, relativ billiges Plastikgestell reinsetze und das Plastikgestell dann schon beim Zehntel der Leistung durchbrennt, ja, dann erfüllt die Brille nur die niedrigere der beiden Prüfanforderungen. Das heißt, es müssen beide Gestell und Filter jeweils der Prüfung bestehen und der niedrige der beiden Werte ist dann sozusagen die gesamte Schutzstufe der Brille. Zudem ist es noch ganz gut zu wissen, dass eine Prüfung nach EN 207 auch Prüfbedingungen für Arbeitsschutzbrillen umfasst. Darunter fällt zum Beispiel mechanische Festigkeit oder eben nur eine ganz minimale Brechkraft und auch, dass eine Brille nicht beschlagen darf oder halt nur ganz minimal. Wichtig ist eben trotz dieser ganzen Prüfungen Schutz immer nur vor einem versehentlichen Lasertreffer. Selbst wenn man eine Brille mal aufhat, sollte man sich niemals zu sicher fühlen und denken, ja, da kann ich ja einfach mal in den Laser gucken, da kann mir nichts passieren. Davon möchte ich wirklich explizit abraten. Gut, wie gesagt, Laserschutzbrillen, es sind eben Vollschutzbrillen, schützen für 5 Sekunden und sollen einen Laser auf Klasse 1 abschwächen. Wenn man sich jetzt mal so eine Brille ein bisschen im Großformat anguckt, da sieht man immer, dass da so komische Zahlen draufstehen. Das ist Ihnen wahrscheinlich auch schon mal aufgefallen, wenn Sie mit Brillen zu tun hatten. Da kommt manchmal natürlich die Frage auf, ja, was bedeuten die? Können wir uns hier mal im Detail angucken. Links steht immer die Laserwellenlänge. Dann kommt als nächstes die Prüfbedingungen. Die Prüfbedingungen werden auch in der 207er Norm definiert, je nachdem, ob es ein Dauerstrichlaser ist oder ein gepulster Laser mit unterschiedlicher Pulslänge. Und dann in der Mitte steht dann immer die LB-Schutzstufe. Und zusätzlich dann noch Kürzel vom Hersteller und eventuell Kennzeichnungen bei mechanischer Festigkeit. So, und diese LB-Schutzstufen wiederum, hier sehen Sie jetzt zum Beispiel, in dem Beispiel steht LB6. Was die jetzt bedeuten, die werden in der 207er Norm in einer separaten Tabelle definiert. Das wirkt jetzt auf den ersten Blick, falls Sie diese Tabelle nicht kennen, etwas, ich sag mal, erschlagend, weil extrem viele Zahlen und so weiter. Wenn man ein bisschen die Systematik versteht, ist es aber eigentlich recht elegant. Ich habe halt hier ganz links immer meine Schutzstufen, die LB-Schutzstufen aufgezeigt. Daneben die optische Dichte. Hier oben habe ich 3 verschiedene Wellenlängenbereiche. Und hier meine jeweiligen Laserbetriebsarten und dann eben in dem großen Kasten meine Leistungs- und Energiedichten, die den Schutzstufen entsprechen. Ich hatte vorhin im Vortrag bei den Abtrennungen von Laserbereichen ja die EN12254 erwähnt mit den AB-Schutzstufen. Diese Norm ist letztendlich ähnlich aufgebaut wie die EN207. Da habe ich genauso eine Tabelle, die auch so letztendlich gestaltet ist, nur dass ich eben links AB statt LB-Schutzstufen habe und ein bisschen andere Leistungs- und Energiedichten. Aber der Aufbau, die Verwendung ist quasi vergleichbar. So. Neben Laservollschutzbrillen gibt es noch sogenannte Laserjustierbrillen. Die sind ein bisschen anders ausgelegt und zwar eben für Justagearbeiten. Das bedeutet, Sie schwächen einen Laser nur auf Laserklasse 2 ab. Einfach aus dem Hintergrund, wenn ich jetzt irgendein Experiment habe, wo ich einen Spiegel oder sowas einstelle und mir dann angucke, wo geht die Reflexion des Lasers hin, will ich ja auch den quasi Strahleffekt des Lasers noch sehen. Wenn ich eine Brille habe, die komplett alles abschirmt, ja, dann sehe ich natürlich nichts, dann kann ich nicht justieren. Deswegen eben eine Abschwächung nur auf Laserklasse 2. Und deswegen habe ich auch nur einen Viertelsekunde Schutz, weil eben Laserklasse 2 ja per Definition nur für eine Viertelsekunde Schutz gibt. Und wichtig ist, Justierbrillen sind nur definiert von 400 bis 700 Nanometern, weil das ist der nach Norm optisch sichtbare Bereich.
Nur da kann ich überhaupt justieren. Wenn ich einen Infrarotlaser bei 1064 Nanometer habe, ja, da sehe ich ja nichts vom Laser, da kann ich auch nichts einstellen. Sprich, ich kann dafür auch keine Justierbrille einsetzen. Die Kennzeichnung läuft ein bisschen anders ab. Da habe ich links immer eine maximale Laserleistung, daneben dann eine maximale Pulsenergie, dann erst meine Wellenlänge, im Anschluss die RW-Schutzstufe und dann eben Herstellerkennzeichnung und Hinweis zu mechanischer Festigkeit. Und das Schöne jetzt aber bei der Tabelle ist, bei den RW-Schutzstufen ist es deutlich übersichtlicher. Es gibt keine einzelnen Wellenlängenbereiche, Laserbetriebsmodi und so weiter. Ich habe wirklich es schön übersichtlich. Allerdings, das sollte man sich auch mal vergegenwärtigen, bei Justierbrillen gibt es generell eine deutlich geringere Auswahl als bei Vollschutzbrillen, einfach deswegen, weil es immer eine Gratwanderung ist. Bei einer Vollschutzbrille nach EN 207 kann ich ja theoretisch auch nach dem Motto viel hilft viel vorgehen. Sprich, wenn ich einen Laser mit 10 Milliwatt habe, könnte ich ja auch eine starke Brille verwenden, die vor 100 Watt schützt. Ist ja egal. Hauptsache man hat den Mindestschutz und mehr ist nicht schlimm. Bei Justierbrille ist ja genau das nicht der Fall. Wenn ich zu viel Schutz habe, sehe ich nichts vom Laser. Wenn ich zu wenig Schutz habe, ist mein Auge gefährdet. Sprich, ich muss genau die Mitte treffen. Und das macht es natürlich auch schwerer, entsprechende Filter dafür herzustellen, die genauso abgestimmt sind. Und das schränkt eben die Auswahl an verfügbaren Brillen in dem Bereich doch signifikant ein. Gut, wenn ich mir jetzt überlege, so ich habe einen Laser, ich brauche halt entsprechende Schutzbrillen für die Leute, die daran arbeiten. Wie gehe ich da bei der Auswahl der Laserschutzbrillen vor? Grundsätzlich natürlich erstmal immer die Frage, brauche ich eine Vollschutz- oder eine Justierbrille? Im Anschluss zu klären, was für eine Betriebsart hat der Laser, also gepulst oder Dauerstrich. Und dann können entsprechend die Leistungs- und Energiedichten berechnet werden. Hier allerdings wichtig, immer mit den tatsächlichen Gegebenheiten. Nur mal ein Beispiel. Angenommen, Sie haben einen Laser, der hat im Fokus 1 mm Strahldurchmesser. Aber durch bauliche Gegebenheiten können Sie maximal 1 Meter an den Laser rangehen, wo Sie die Brille aufhaben. Und der Laser wiederum hat auch einen Divergenzwinkel von 10 Millirad. Dann müssten Sie natürlich bei der Berechnung der Leistungsdichte entsprechend diese geometrischen Gegebenheiten berücksichtigen und dürften nicht 1 mm Strahldurchmesser ansetzen. Sie haben also eine deutlich größere Strahlfläche. Gleichzeitig allerdings haben Sie eine größere Wärmeeinwirkzone auf dem Filter. Und da gibt es auch in der EN 207 einen sogenannten Flächenkorrekturfaktor, der auch berücksichtigt werden muss. Wenn Sie jetzt die entsprechende Leistungs- und Energiedichte berechnet haben, können Sie dann natürlich in der Tabelle nachgucken, welche Schutzstufe braucht die Brille. Und hier ist halt wichtig, bei gepulsten Lasern muss trotzdem immer noch eine D-Schutzstufe bestimmt und erfüllt werden. Also bei Dauerstrichlaser ist es ja eh nur D, aber wenn Sie gepulsten Laser haben, es muss auch immer die mittlere Leistung mit geschützt werden. Deswegen bitte beachten. Ja, das sind die wesentlichen Sachen. Es kann sich noch gefragt werden, gut, beim Gestell, wenn Sie nicht Brillenträger sind, können Sie zum Beispiel wie hier so eine etwas eng anliegende, schickere Brille verwenden. Die meisten Fällen werden allerdings wirklich Brillen genutzt, die halt breiter sind als Überbrille, auch wirklich für Brillenträger tauglich. Gibt einfach mehr Flexibilität. Und theoretisch kann man sich noch fragen, was für ein Filtermaterial soll meine Brille haben? Generell gibt es ja Filter aus Kunststoff oder aus Glas. Kunststoff hat den Vorteil, es ist leicht und günstig. Glas wiederum ist auch für höhere Laserleistung noch geeignet, besonders wenn man es beschichtet. Wenn ich natürlich jetzt sage, ich habe eine niedrige Laserleistung, sprich, wo ich sowohl Kunststoff als auch Glas einsetzen kann, dann würde ich natürlich in der Regel mich immer für Kunststoff entscheiden. Es gibt allerdings Beispiele, wo dann ein Kunststofffilter doch eine sehr niedrige Tageslichttransmission hat, während ein Glasfilter mit gleicher Schutzstufe deutlich heller ist. Wenn ich beispielsweise in einem eher dunklen Laserlabor arbeite, ja, dann kann auch mal ein Glasfilter in dem Fall mein Mittel der Wahl sein. Was wir noch anbieten, um Sie bei der Auswahl von Laserschutzbrillen zu unterstützen, ist der sogenannte Laserschutzbrillenfinder. Dabei handelt es sich um eine grafische Excel-Anwendung, wo Sie insgesamt bis zu 6 Laserparameter eingeben können. Also hier bei diesem Pfeil kann man eben noch 2 weitere Laser einstellen. Und da können Sie auch auswählen, welche Wellenlänge, ob es gepulst, CW ist, welche Leistung bzw. Pulswerte der Laser hat und auch, ob es ein Vollschutz- oder Justierbrille sein soll. Und dann berechnet das Programm immer die notwendige Schutzstufe, allerdings für den Fall 100 mm Abstand und Punktquelle, sprich bildet nicht jeden Anwendungsfall korrekt ab, aber gibt eine grobe
Richtlinie, welche Schutzstufe in etwa notwendig ist. Und dann wiederum wird angezeigt, welche Schutzbrillen wir für diese Bedingungen anbieten können. Hier kann man theoretisch eben noch ein bisschen eingrenzen, wenn man sagt, ich will eine Brille mit Glasfilter oder was weiß ich. Gut, so viel also zu dem ganzen Thema Laserschutzbrillen. Ich will jetzt zum Abschluss noch ein Thema kurz anschneiden, und zwar die Frage, wie sieht das mit der Haltbarkeit von Laserschutzbrillen aus? Oder anders gesagt, wann muss ich denn eine Laserschutzbrille überhaupt austauschen? Generell natürlich bei wirklich kritischen Schaden. Also hier mal ein Beispiel, wenn da mal ein Lasertreffer auf der Brille stattgefunden hat, ist offensichtlich, dass die Brille nicht nochmal eingesetzt werden sollte. Oder hier ein anderes Beispiel, das ist ein beschichteter Glasfilter und da hat sich hier die Beschichtung gelöst. Und die Beschichtung ist ja gerade dazu da, meistens so 20, 30 Nanometer dick, um nochmal eine Schutzstufe mehr zu kriegen. Aber eine Schutzstufe mehr heißt Faktor 10 höherer Schutz wegen der logarithmischen Skala. Sprich, dieser zusätzliche Schutz ist an der Stelle verloren und dadurch kann die Brille nicht mehr die eigentliche Schutzstufe erfüllen. Auch in so einem Fall unbedingt austauschen. Anders sieht es zum Beispiel bei Kunststofffiltern aus. Kunststofffilter sind Volumenfilter, das heißt, sie haben 3 mm oder so immer das gleiche Material. Wenn Sie dann an der Oberfläche so einen kleinen Kratzer mit ein paar Mikrometer Tiefe haben, dann mag das kosmetisch vielleicht nicht schick aussehen, aber Sie können davon ausgehen, dass es die Schutzstufe nicht relevant beeinträchtigt. Das heißt, unter Umständen kann die Brille weiterverwendet werden. In solchen Fällen auch vielleicht immer mit dem Laserschutzbeauftragten sprechen, je nachdem, wie tief der Kratzer ist, wie intensiv. Aber es muss nicht immer sein, dass sie ausgetauscht wird. Im Umkehrschluss allerdings gilt, wenn auf der Brille keine Beschädigungen zu sehen sind, dann kann sie auf jeden Fall weiterverwendet werden, dann ist sie weiterhin sicher. Allerdings gibt es jetzt seit ein paar Jahren die PSA-Verordnung, also persönliche Schutzausrüstung, und die sagt, dass der Hersteller einer Laserschutzbrille ein Mindesthaltbarkeitsdatum angeben muss. Üblicherweise liegt das bei 3 bis 5 Jahren. Das heißt, je nach Haltbarkeitsdatum muss die Brille nach der Zeit ausgetauscht werden. Das sind halt Garantiefragen, wenn Sie jetzt eine 6 Jahre alte Brille haben und es kommt ein Laserunfall und Sie sagen, ja, aber Sie haben doch gesagt, die Brille ist sicher, dann könnten wir eben als Inverkehrbringer sagen, ja, aber die Haltbarkeit ist ja schon überschritten und die Haftung verfällt. Interessant ist noch, das ist jetzt der letzte Punkt von meinem Vortrag, experimentell wurde bei Kunststofffiltern keine relevante Alterung bei Laserschutzbrillen festgestellt. Da gab es ein spannendes Forschungsprojekt von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, der Bauer, zusammen mit dem Bayerischen Laserzentrum. Und die haben halt eben untersucht, wie verhält sich die Schutzwirkung bei alten Brillen, beziehungsweise was sie gemacht haben. Sie haben PMMA und Polycarbonatfilter mit UV-Licht künstlich altern lassen und haben sich angeschaut, wie ändert sich die Schutzdauer. Also ich habe da, hier sieht man mit 1064 und mit 10.600 Nanometer entsprechend immer auf eine DLW6 bzw. DLW4 Schutzstufe geprüft. 5 Sekunden ist halt die relevante Prüfdauer nach 207er Norm und Sie können halt erkennen, die Schutzdauer nimmt zwar ab mit entsprechender Alterung, aber ist immer noch bei weitem über dem, jetzt ist hier gerade ein Bild davor. Ja, genau. Die ist halt immer noch bei weitem über dem, was die Norm fordert. Es wurde zudem auch noch wirklich alte Laserschutzbrillen, also 10, 15 Jahre alte Brillen untersucht. Und auch da wurde festgestellt, die Abnahme der Standzeit ist so gering, dass es in jedem Fall immer noch die 5 Sekunden locker erfüllt und deswegen eigentlich experimentell gesagt werden kann, bei guter Pflege ist die Schutzwirkung der Brille auch nach längerer Zeit immer noch intakt. Gut. So viel jetzt also zu dem Vortrag. Und ja, jetzt möchte ich eben zum letzten Teil übergehen, zur Fragesession. Da müsste jetzt gleich wieder ein Fenster aufploppen, wo ich eben die Frage sehe. Die lese ich dann vor und versuche sie dann natürlich bestmöglich zu beantworten. Gut, ich sehe gerade, da gibt es noch ein paar technische Schwierigkeiten. Also die Frage wird gleich erscheinen.
Genau, da kann ich vielleicht noch eine Sache dazu erzählen. Also wie gesagt, die Schutzdauer selber hat sich nicht reduziert. Es wurde festgestellt, dass bei den künstlich gealterten Brillen, wo die Sichtbarkeit an sich bei den Brillen ein bisschen abgenommen hat, sprich sie sind dunkler geworden und unter Umständen eben andere Prüfbedingungen wie Brechkraft oder so aus der EN207 nicht mehr erfüllt werden. Heißt also, sie würden sozusagen eine Normprüfung nicht bestehen, aber die Laserbeständigkeit wäre immer noch da. Gut, so jetzt also, erste Frage. Muss ich bei Laserklasse 4 davon ausgehen, dass ich die Haut durch technische oder personelle Schutzmaßnahmen schützen muss? Lässt sich pauschal nicht mit Ja oder Nein beantworten. Hängt sehr stark wirklich von der Anwendung ab. Generell ist es halt so, sowohl beim Auge als auch bei der Haut gibt es sogenannte MZB-Werte, maximal zulässige Bestrahlung. Das sind Schwellwerte, ab der ein irreversibler Schaden auftritt. Diese MZB-Werte sind auch in der 6085 Teil 1 festgehalten. Bei der Haut fallen die MZB-Werte halt deutlich höher aus, weil eben die Haut längst nicht so schnell irreversiblen Schaden nimmt. Deswegen generell kann es auch einen Klasse 4 Laser geben, wo ich eben durch die Anwendung, weil der Laser weiter weg ist, weil ich nur Streustrahlung abbekomme, kein wirkliches Risiko für die Haut habe, weil der MZB-Wert der Haut nicht überschritten wird. Gut, in welcher Norm findet man Informationen bezüglich eines Laserschutzbeauftragten? Zum Beispiel, ab welcher Klasse braucht man einen LSO im speziellen europäischen Raum? Der Laserschutzbeauftragte findet sich eben in der TROS Laserstrahlung. Also die Normen sind ja wirklich alles Produktnormen. Da geht es dann darum, welche Anforderungen muss ein Produkt, was in den Verkehr gebracht wird, erfüllen. Eben zum Beispiel, welche Schutzwirkung, wie wird das getestet. Oder auch in der 6085 Teil 1 gibt es zum Beispiel für Klasse 4 Lasermaschinen Konstruktionsanforderungen, die erfüllt werden müssen, damit eine Maschine mit einer Klasse 4 Quelle nach außen als Laserklasse 1 gilt. Ein Laserschutzbeauftragter ist sozusagen eben für den Betreiber, das heißt, der für die Arbeitssicherheit zuständig ist, und das fällt unter die TROS-Laserstrahlung. Also das finden Sie wirklich in der TROS-Laserstrahlung und dann unter Teil 3. Ich habe ein paar Beispiele ja schon genannt, aber da finden Sie noch mehr Informationen. Werden Warnleuchten auch bei Klasse 3B-Laser benötigt? Alle Kennzeichnungen sind erst ab Klasse 3R nötig, oder? Die Kennzeichnung ist bei Lasern immer nötig, also vielleicht erstmal zweiter Punkt. Also auch, wenn Sie zum Beispiel mal einen Laserpointer sich angucken, der im Umlauf gebracht wird, wenn es zumindest auf EU-Ebene korrekt passiert ist und nicht irgend so, ich sag mal, semi-legaler China-Import ist, dann finden Sie auch immer zumindest ein kleines Laserwarndreieck und eine Info zur Laserklasse. Diese, ich sag mal, relativ detaillierten Auflistungen mit, ja, Achtung, Augenschaden, Laserklasse 4 und die ganzen Laserparameter. Das ist bei niedrigen Lasern, auch Klasse 3R, nicht notwendig. Aber es muss immer ein Warndreieck bei sein, es muss immer die Laserklasse hervorgehen. Warnleuchten werden meines Wissens bei Klasse 3B nicht benötigt. Ich muss zugeben, hundertprozentig kann ich es nicht sagen. Ich meine, sie werden nicht benötigt. Schaden tun sie natürlich auch nicht, weil, ja, es ist halt schön eindeutig von der Anzeige. Kann eine Laserschutzbrille oder ein Schutzglas die direkte Einstrahlung eines 100 Watt Lasers komplett zurückhalten, oder wird einfach die Leistung in Watt pro Quadratmeter um einen Prozentsatz abgeschwächt? Kann man die durchtretende Leistung berechnen? Interessante Frage. Hängt stark von der Wellenlänge des Lasers ab. Also für, ich sag mal, Laserschutzbrillen für den nahinfraroten Bereich, so 1064 Nanometer im High-Power-Sektor, haben in der Regel eine DLG-8-Schutzstufe. Das sind halt Glasbrillen mit entsprechender Beschichtung drauf. Und wenn man das mit den Prüfbedingungen hochrechnet, müssten das eigentlich bei 1 mm Strahldurchmesser 500 Watt entsprechende DLG-8, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Also es gibt Filter, die können einen 100 Watt Laser zurückhalten. Zurückhalten heißt in dem Fall wirklich, es kommt immer ein ganz geringer Anteil durch. Aber wie gesagt, solche Filter mit so einer Schutzstufe lassen halt nur so viel durch, dass der Klasse 1 Grenzwert nicht überschritten wird. Klasse 1 heißt ja in den meisten Fällen unter 0,39 Milliwatt oder im UV-Bereich auch weniger. Das heißt, es kommt immer ein ganz kleiner Anteil durch. Aber wenn Sie sozusagen eine Schutzstufenangabe haben, können Sie zurückrechnen, okay, je nach Laser, wie viel sozusagen abgeschwächt wird. Also es wird immer ein Prozentsatz abgeschwächt.
aber der Prozentsatz muss halt so hoch sein, dass eben Laserklasse 1 nicht überschritten wird. Sie können es anhand, Moment, bitte noch nicht, Sie können es halt anhand der optischen Dichte meistens auch ein bisschen genauer berechnen. Also bei den Brillen ist auch immer eine Filterkurve bei, wo wirklich halt die optische Dichte angegeben wird. Das ist halt, wie gesagt, eine logarithmische Skala. Da könnten Sie dann ungefähr mit der Intensitätsabschwächung es halbwegs zumindest abschätzen. Also ich sage mal, auf die sechste Nachkommastelle, so genau wird es nicht gehen, aber es wird in jedem Fall reichen, um eben zu entscheiden, schützt sie sicher vom Laser oder nicht. Nächste bitte. Ah, dann muss man 60825 Teil 4 und WAN 12254 anwenden. Ja, auch die Frage ist, finde ich nicht immer ganz eindeutig. Moment, also generell sage ich mir immer, dass bei normalen Laserräumen beides geht. In der TROS-Laserstrahlung wird das halt ein bisschen spezifiziert. Ich muss mal ganz kurz selber nachsehen. Also da wird halt gesagt, dass Laserleistungen eben unter 100 Watt erfüllen auch und eben 30 Joule pro Einzelimpuls erfüllen auch Abschirmung gemäß 12254 die Anforderungen an Abschirmung von Laserbereichen. Das heißt, bei niedrigen Leistungen und das wird auch in TROS Laserstrahlung Teil 3 festgehalten, Abschirmung, die zur temporären Abgrenzung von Laserbereichen dienen, wie bei der Instandhaltung und so weiter, können nach der 12254 entsprechen. In meinen Augen ist das selber ein bisschen, sage ich mal, gut, ich meine, da kann ich auch falsch liegen, aber in meinen Augen ist das ein bisschen unklar oft. Generell von der, ich sag mal, Herkunftsgeschichte, die 60825 Teil 4 ist eigentlich eine Norm, eben als Fortführung der 60825 Teil 1 zur sicheren Einhausung von Lasern. Das heißt, da geht es eigentlich um Laserschutzwände und dann wird eben definiert, okay, ein Teil der Laserschutzwand kann auch ein Vorhang, ein Rollo sein. Und dann wird eben gesagt, naja, man geht sozusagen von den Laserschutzwänden dann zu einem Laserschutzvorhang und betrachtet ihn als Standalone, was in meinen Augen nicht der ursprüngliche Intention der Norm war, aber wie gesagt, da lege ich jetzt auch nicht die Hand für ins Feuer, das ist jetzt nur mein Verständnis. Bei der 12254, so wie ich das verstanden habe, war das ursprünglich eine eben Abwandlung der 207er Norm, die für Laserschutzfenster eingesetzt wurde und dann eben auch generell für Abschirmung verwendet wurde. Also deswegen nicht so leicht zu antworten. Wie gesagt, formal bei Laser mit über 100 Watt eigentlich gilt die 12254 nicht, aber auch das ist wohl eher historisch gewachsen und nicht wirklich physikalisch begründbar. Das wird vielleicht auch nochmal geändert. Generell ist es in meinen Augen halt wichtig, wenn ich ein Produkt habe, was nach der einen oder anderen Norm zertifiziert ist, ich muss halt wirklich erkennen, was bedeutet zum Beispiel die AB-Schutzstufe oder die Prüfbedingungen nach 60825 Teil 4. Ist es so weit, so stark, dass es sozusagen meinen Laserbereich absichert? Ich kann ja selber immer bestimmen, welche vorhersehbare Maximalbestrahlung habe ich, wenn ich zum Beispiel einen Vorhang treffe. Und dann muss ich entsprechend korrekt abgleichen mit meinem geprüften Produkt, ob der Wert halt darunter liegt. Ja, wäre jetzt so meine Antwort dazu. Hinweis oder Korrektur? 100 Watt vor dem Filter, 0,1 Milliwatt nach dem Filter ist OD5 und nicht OD6. 10 Watt. Ja, tatsächlich. Ups, da, ja, danke schön. Da habe ich wohl im Kopfrechnen ein bisschen geschlampt. Gut. Woher bekomme ich die GZS-Werte? Ja. pauschal nicht so leicht zu beantworten. Zwei Sachen dazu. Wie gesagt, bei Lasern im sichtbaren Bereich, wie zum Beispiel bei Grün, ist es relativ, ja, kann die in der Tabelle gezeigten Werte als Richtlinie genommen werden. Bei komplexen Quellen ist es wirklich eine komplizierte Berechnung. Da gibt es ein eigenes Seminar. Was wir halt noch anbieten, ist eine Software, das ist so eine auch professionelle Berechnungssoftware, also das ist wirklich was Kommerzielles, LaserSafe PC heißt die, die kann wirklich auch bei komplexen Strahlquellen, also nicht nur über Laserschutzbrillen für einen punktförmigen Laser, sondern auch einen Linienlaser, eine ausgedehnte Quelle, entsprechend mit den eingegebenen Abstand wirklich alle relevanten Faktoren berechnen, also Schutzstufe, Gefahrenabstand, also NOHD und eben auch die entsprechenden Grenzwerte, die für den Laser gelten. Also das ist zum Beispiel in der Software drin. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen gerne eine Demo-Version von der Software zuschicken. Demo-Version heißt, alle Funktionen verfügbar.
aber auf die Wellenlänge 995 Nanometer eingeschränkt. Und da gibt es eben auch eine Funktion, auch ein Eingabefeld, wo man eine Wellenlänge eingibt und dann werden da die entsprechenden Grenzwerte zumindest für CW-Betrieb angezeigt. Aber grundsätzlich, die GZS-Werte, also sie stehen nicht irgendwo in der Norm, in der 6805 Teil 1 eindeutig erklärt. Sie sind zum Teil eben sehr kompliziert zu berechnen. Gut, nächste. Was ist mit LED-Lichtquellen? Wo werden die geregelt? Ja, die fallen eben als nicht kohärente Quellen unter den anderen Teil, unter die TROS inkohärente optische Strahlung. Da habe ich jetzt aber keine weiteren Informationen zu verfügbar. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, wenn ich zum Beispiel eine LED-Quelle habe und ich suche eine passende Laserschutzbrille, eine Schutzbrille, die mich vor Blendung der LED schützt, ist es immer zulässig, eine Laserschutzbrille zu nehmen, weil da ist letztendlich ein Schutz von der LED-Quelle immer drin. Aber ich muss zugeben, jetzt mit LEDs selber, welche Normen und wie das da gesetzlich aussieht, da stecke ich jetzt nicht drin. So, ich würde mal sagen, aus zeitlichen Gründen, zwei Fragen würde ich jetzt noch beantworten wollen, weil wir sind jetzt doch schon ein bisschen über der Zeit. So, benötigt ein Laserschutzbeauftragter nach neuer Norm nicht einen Lehrgang mit Prüfung? Ja, das meine ich, hatte ich auch in dem Vortrag gesagt, dass es wirklich einen Abschlusstest gibt, der ist verpflichtend. Das ist in den Seminaren, die wir anbieten, immer ein Multiple-Choice-Test. Und da müssen halt, ich glaube, 75% der Fragen richtig beantwortet werden. Also das ist aber nicht nur nach neuer Ausgabe so. Das war auch schon in der alten BGVB2-Anweisung immer so festgehalten. Also das ist immer der Fall. Gut, nächste Frage. Ist die Laserschutzunterweisung jährlich oder alle 2 Jahre fällig? Hat sich da irgendwas mal geändert? Hier ist wirklich jährlich. Also jährlich oder eben auch bei Erstanweisung im Laser, also wenn ein neuer Mitarbeiter da ist, Ersteinweisung oder eben, wenn es wesentliche Änderungen am Laser gibt. Wenn zum Beispiel in einem Labor, wo vorher ein 3B-Laser ist, auf einmal noch ein zusätzlicher Klasse 4-Laser reingekommen ist. Das ist halt eine wesentliche Änderung. Auch dann ist eine Unterweisung nötig. Ansonsten im Normalfall jährlich. Gut, ich würde sagen, eine Frage machen wir noch, aber dann ja, werde ich leider aufhören müssen. Kann man die Brillen nach 5 Jahren prüfen lassen für eine Verlängerung? Das geht leider nicht. Also generell ist es zwar möglich, dass zumindest das Transmissionsverhalten einer Brille geprüft wird. Also es wird geprüft. Also es wird natürlich nicht bei einer Brille, die Sie haben, mit dem Laser draufgeschossen und gesagt, ja, 5 Sekunden gehalten, hier ist die kaputte Brille zurück. Aber was man natürlich machen kann, man kann entsprechend mit dem Spektrophotometer, also die Brille da mal reinhalten, gucken, gibt es wesentliche Änderungen an der optischen Dichtekurve. Wenn das nicht der Fall ist, kann man davon ausgehen, dass auch die LB-Schutzwerte noch weiterhin intakt sind. Aber ja, es ist eher was Freiwilliges. Wie gesagt, vorgeschrieben ist es, nach 5 Jahren oder 3 Jahren, je nach Haltbarkeitsdauer, die Brille wirklich zu ersetzen. Gut, ja. Es tut mir jetzt leid, also ich möchte jetzt doch leider zum Ende kommen, weil die Veranstaltung ist eben ein bisschen länger schon gewesen als gedacht. Ich freue mich, dass Sie alle dabei waren, dass es eben auch so viele spannende Fragen gegeben hat. Ich hoffe, Sie konnten auch ein bisschen was mitnehmen. Und zum Abschluss möchte ich nochmal auf unseren nächsten Webcast hinweisen. Also Webcast ist eine regelmäßige Reihe, die wir fortführen. Und ja, nächster Webcast ist am 10. Februar und würde mich halt freuen, wenn Sie sich dann dazu wieder einwählen. Ansonsten bleiben Sie gesund, schönen Tag noch und wenn Sie eben noch weitere Fragen haben, meine Kontaktdaten sollten Sie erkennen, können Sie jederzeit nachfragen. Also, dann tschüss.